Beim Tag der Industrie hat Bundeskanzler Scholz den Kurs der Ampelkoalition gegen Kritik der Unternehmen verteidigt. Der Bundesverband der deutschen Industrie beklagt unter anderem Fachkräftemangel, hohe Energiepreise und langwierige Genehmigungsverfahren. BDI-Präsident Russwurm warnte, immer mehr Unternehmen würden erwägen, ihre Produktion ins Ausland zu verlegen. Scholz verwies auf zahlreiche Anstrengungen seiner Regierung, die Produktionsbedingungen für die Industrie hierzulande zu verbessern. Manche Unternehmen haben bereits auf die Herausforderungen reagiert und sich neu aufgestellt. Hier arbeiten sie an der Zukunft. Im Rheinraum der Firma Witzenmann in Remchingen bei Karlsruhe entstehen moderne Druckspeicher für Elektrofahrzeuge. Mit ihnen will das Unternehmen neue Märkte erschließen und sich unabhängiger vom Verbrenner machen. Über Jahrzehnte haben sie damit gutes Geld verdient. Inzwischen investieren sie aber massiv in neue Technologie. Das Verhältnis ist so wie fast in allen Zuliefererunternehmen, dass natürlich der Verbrenner noch dominant ist. Und das muss auch noch so sein, weil dieses Bestandsgeschäft finanziert natürlich die Innovationen und die Produkte in der Elektromobilität. Und diese Umsätze steigen jetzt, sage ich mal, exponentiell stark an. Knapp 800.000 Menschen arbeiten in Deutschland für die Automobilbranche. Sie gilt als deutsche Leitindustrie. Experten kritisieren, viele Unternehmen hätten es versäumt, sich frühzeitig auf die Transformation einzustellen, mit Folgen. Ich sehe das durchaus als reale Gefahr, dass wir zu spät sind, gerade wenn wir in den Bereich Software schauen, jetzt gar nicht nur E-Antrieb, sondern auch das Thema Software und Infotainment, dann stellen wir fest, dass viele der großen deutschen Fahrzeughersteller mit den großen amerikanischen IT-Unternehmen paktieren, weil sie selber an bestimmten Stellen die Softwarekompetenz nicht haben. Unternehmen in Süddeutschland wollen sich nun mehr vernetzen und beim Wandel unterstützen, also etwa dabei, neue Strategien und Zukunftsvisionen zu entwickeln. In Remchingen bei Witzenmann sehen sie sich auf einem guten Weg. Die Bundesregierung und das US-Unternehmen Intel haben sich auf die Förderung für eine neue Chipfabrik geeinigt. Gebaut werden soll sie in Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Das Projekt kostet mehr als 30 Milliarden Euro. Der Bund übernimmt etwa 10 Milliarden davon. Diese hohe Summe sorgt für Kritik. Bundeskanzler Scholz aber spricht von einem wichtigen Schritt für den Hightech-Standort Deutschland. Auf diesem Feld bei Magdeburg soll sie entstehen, die Chipfabrik von Intel, in der künftig Halbleiter etwa für Elektroautos oder Handys produziert werden. Nach monatelangen Verhandlungen wurde dazu heute im Kanzleramt eine Vereinbarung unterschrieben. Intel will am Standort rund 33 Milliarden Euro investieren, hatte aber zuletzt höhere staatliche Hilfen gefordert. Die Situation in der Ukraine, die Energiekrise und die Inflation, das sind Faktoren, die alle noch nicht auf dem Tisch lagen, als wir angefangen haben zu verhandeln. Am Ende will die Bundesregierung die Ansiedlung mit rund 10 Milliarden Euro fördern. Bis zu 10.000 Arbeitsplätze sollen dafür langfristig bei Intel und Zulieferern entstehen. Eine Investition, die sich nicht rechnen wird, meinen Experten. Das sind ungefähr 1 Million Euro pro Arbeitsplatz. Und das in einer Situation, wo wir ohnehin Fachkräftemangel haben. Das heißt also, die werden ja wahrscheinlich größtenteils woanders abgeworben, diese Arbeitskräfte. Das ist also mal mindestens ambivalent zu betrachten. Auch das Ziel, die Abhängigkeit von China auf dem Chipmarkt zu reduzieren, könne so nicht erreicht werden, weil man weiter auf Rohstoffe aus China angewiesen sei. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident verteidigt dagegen die Förderung. Wir können nicht zulassen, dass die strategischen Technologien in Asien oder ausschließlich in Amerika stattfinden und realisiert werden, sondern wir müssen als Europa eine gewisse Autarkie haben und auch selber in der Lage sein, entscheidende Schlüsselprodukte zur Verfügung zu stellen. Die EU-Kommission muss der Förderung der Fabrik noch zustimmen. Anfang nächsten Jahres soll auf dem Feld bei Magdeburg mit dem Bau begonnen werden.